Hallo, servus, grüßt euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zur dritten Runde unserer Zitronen-Challenge, der bestraften Pato-Serie. Freunde, danke für euer Feedback und danke für eure Nachrichten. Also diese Serie wird ja unnormal gefeiert, freut mich richtig. Heute geht es wieder gegen einen kleinen YouTuber namens Exotic FIFA. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Checkt ihn aus. Er wird sich auf jeden Fall über ein paar Aufrufe und so weiter freuen. Ich bin richtig, richtig gespannt. Vielleicht bringt er mich ja zum Zitronenfressen mit diversen Zutaten. Ich will natürlich nicht verlieren. Noch bin ich ungeschlagen. Noch sage ich. Also es kann jederzeit möglich sein. Bei bestraftem Pato bin ich richtig, richtig nervös. Das ist so, wie als würde ich um Geld spielen, Pinkslip oder Wager. So fühlt sich das wirklich an, ohne Witz, weil man natürlich immer das Beste geben möchte. So Freunde, ich denke, wir reden heute nicht so lange weiter und spielen sofort das Spiel. Es ist gerade Mitternacht. Ich werde nämlich noch versuchen, ein paar Videos aufzunehmen, um euch wirklich wieder mal kräftig Stoff zu bieten. Wenn ihr diese Folge seht, es ist noch eine Folge schon bereits produziert, also bestraften Pato geht natürlich weiter, FIFA 17, FIFA 18, FIFA bis ich sterbe, keine Ahnung was, ja, also ich bin richtig, richtig gespannt, wie weit wir es schaffen, wie groß die Community wird, also ich bin richtig, richtig neugierig, danke für euren Support. So, jetzt sofort ins Match, wie gesagt, checkt ihn ruhig aus, ich lade ihn jetzt ein, bis gleich Freunde. So, da sind wir, Exotic FIFA, Pato FIFA, let's go! Guck mein neues Trikot, ich feiere es ab nochmal, ich bin richtig happy darüber. Schauen wir mal sein Team, was ist das bitte, Freunde, what the fuck? Es gibt sicher gleich einen Disconnect, ich wette mit euch, oh mein Gott. Ja, da war ja klar, alles klar, oh mein Gott. FIFA Bug! Wie er recht hat. Schauen wir mal sein Team! Fuck! Richtig geiles Team! Aguero, Sterling, Cuadrado, fuck, fuck, fuck! Sergio Ramos, Silva. Okay, richtig heftiges Team. Das wird ziemlich, ziemlich schwierig werden, ne? Also, Freunde, wünscht mir Glück. Ach so, scheiße, ihr seid ja immer gegen mich. Alles klar. Wünscht ihm viel Glück. Exotic FIFA gegen Pato FIFA. Let's go! So, fuck man, habt ihr das gesehen? Yeah. Jetzt aber, Freunde, Luka Modric mit einem Longshot. Er wollte mich mit einem Berberspin ausspinnen. Nicht funktioniert. Luka Modric, Zitronen-Challenge. Okay, Freunde, ich muss jetzt abwartend spielen. Ich will nicht gegen euch verlieren. Luka Modric, wunderschöner Schuss. Perfekt, 1-0. Eieieiei. Wird das jetzt ein Ausgleich? Wird das der Ausgleich? Gott sei Dank nicht. Hat er sehr, sehr schön gemacht. Also er ist ein richtig trickreicher Spieler, gefällt mir. Boah, was wird das, Freunde? Ich muss abwarten, spielen und nicht behindert. Ja, das war so klar, Mann. Fuck. Hat er sehr, sehr schön gemacht. Ich will abwarten, spielen und ich spiele wie der ärgste Pfosten. Hat er sehr, sehr, sehr schön gemacht. Aguero, er trifft einfach aus jeder Situation, ist ekelhaft. So, jetzt muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Ja, sicher, komm, Mann. Oh Gott, das war unnötig. Unnötig, Freunde, meine Kinderfehler. Komm mal wieder. Wow, fuck. Oh, Freunde, die Zeit ist so schnell vergangen, dass schon Halbzeit ist. Die Statistik sieht ziemlich, ja, gleich aus, kann man sagen. Schüsse hat er mir aufs Tor, auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr gut, also guck bei ihm vorbei. Let's go. Okay, Jordi Alba, Jordi Alba. Oh, Bale! Ah, das ist ja irgendwo da oben. Keine Ahnung, du sollst jetzt Tor schießen, Bale. Oh, schön gemacht, sehr schön. Nein. Oh, nein. Oh mein Gott! Fuck the shit, was war das für ein Fail? Fehler, oh mein Gott, das muss ich mir jetzt unbedingt in der Wiederholung anschauen.
Scheiße, wie geht das? Einmal die Wiederholung, Freunde. Was war mit dir los, Diego? Alles, ich kann danach nicht mal aussprechen gerade. Ja, es tut mir leid, kann passieren. Ich will jetzt nicht respektlos rüberkommen oder so. Mir ist das auch wirklich schon oft passiert. So. Jetzt. 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 Mann, wie kann man so extrem drüber schießen? Uff. Uff, nochmal nach vorne. Shit, 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 Freunde. Shit, shit, ich weiß nicht, wen ich decken soll. Puh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht die letzte Chance, die letzte Chance, Mann. 90. Minute, 2:2. Jetzt müssen wir schon wieder in ein Entscheidungsspiel. Fuck, Mann, das gibt's nicht. Der Sieg war schon in meiner Hand, in meiner Hand. Ah, oh, das regt mich gerade richtig auf. Unglaublich. Wie kann ich den Sieg noch aus der Hand geben, Freunde? Statistik auch wieder gleich auf. Trotzdem nervt mich gerade extrem. Ja, okay, let's go. Entscheidungsspiel. Okay, Freunde, ich weiß, ihr wünscht mir kein Glück. Trotzdem, ich will nicht verlieren. Ich war den Sieg so nahe. Und ich glaube, dass ich wirklich verlieren werde. Weil wenn man jetzt in der 90. Minute den Ausgleich bekommt, so wie ich normalerweise den Sieg schieße, kann es nichts Gutes heißen. Also, Freunde, let's go! Kecho, Cole und Bianca. Cole und Bianca! Diego Alves ist ein richtiges Biest ab und zu. Jo, der Freund, der setzt mich ziemlich unter Druck, ey. Nein, Marquisio, Marquisio. Haut einfach drauf. 1:0. Wie geht das, Mann? Ich hab schon längst gewonnen gehabt, verstehst? Irgendwie habe ich es gespürt, ja. Ich hätte schon längst das Match gewonnen gehabt. Aber ist klar, dass ich verliere. Oder jetzt einmal zumindest ein Tor im Rückstand bin. Wow. Oh, 1:1. Super. Maran, was macht der da vorne? Was macht dieser Hund da vorne? Ist mir rechts, Conor und Bianca. 1:1, alles ist wieder hoch. Wow, 1:2, Sergio Ramos. Dieses Tor habe ich jetzt das zweite Mal geschossen. Diese Taktik, also. Und nochmal kurz Wiederholung. Damals habe ich die scharfe Flanke, diesmal habe ich reingepasst. Wieder in jetzt auf Sergio Ramos. Super, 1:2. Klingt schon wieder irgendwelche scheiß anderen Spielern. Mann, Maxwell ist ja arg drauf. Boah, jetzt aber, jetzt 1:3. Gareth Bale, Maxwell, vor dem scheiße ich mich schon richtig an. Der ist richtig gut. Ich bin richtig, richtig erstaunt, dass gerade er jetzt den Fehler gemacht hat. 1:3. Einmal noch kurz Wiederholung. Ich habe eigentlich länger gewartet und Maxwell mit dem Passfehler, Annahmefehler, keine Ahnung. Alves ohne Chance. Halbzeit, meine Freunde, ich führe 1:3. Dadurch, dass ich jetzt schon weiß, wie er spielt, bin ich schon ein bisschen besser vorbereitet. Man sieht jetzt auch den Unterschied in der Statistik. Er hat nur noch einen Schuss und nur noch 60% Passgenauigkeit. Auch das muss ich aufbauen. Weitermachen. Let's go! Whoa! And now, here comes the corner. So, Luka Modric, 1:4, die nächste neue Eckball-Taktik. Kopfball-Abpraller auf den Außenstehenden. 1:4, Freunde, gefällt mir. Woo! Einmal kurze Wiederholung, einfach irgendwo hinschießen. Luka Modric mit dem nächsten Distanzschuss, gefällt mir heftig. Okay. Cool, cool. Oh, der passt doch nicht wirklich so, okay. Gut.
Oh, jetzt ist er böse auf mich, glaube ich. So, Freunde, er spielt jetzt, glaube ich, eher sehr, sehr offensiv. Das heißt, eventuell können wir noch ein Törchen machen. Kennt ihr diese Bässe, was man voraussieht, aber trotzdem nicht aufhalten kann? Kennt ihr das? Ich habe ihn aufgehalten. Jetzt bin ich durch. Aber jetzt, jawohl, 1 zu 5, Gareth Bale, wie gut ist das, 1 zu 5, mein Lächeln ist da, Top-Fitter Pato, einmal kurz Wiederholung, ja, es war eigentlich klar, wie gesagt, sehr offensiv, whoops, oh, Alves, ja, das ist ein Problem, der Skifahrer. Jawohl, Freunde, 1 zu 5 habe ich gewonnen im Entscheidungsspiel. Bedeutet mir richtig viel, weil ihr müsst noch eine Runde warten. Kann ich nächste Runde verlieren? Ich weiß nicht. Bald habe ich die Zitronen-Challenge gegen euch gewonnen. Freut mich persönlich sehr, sehr, sehr. In der zweiten Halbzeit hat er natürlich ziemlich aufgeholt, was die Schüsse angeht, weil er auch sehr offensiv war. Trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist sehr, sehr trickreich. Er spielt einen sehr guten Fußball. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr bei ihm vorbeiguckt. Richtig netter Junge, richtig verständnisvoll. Normalerweise wäre das Spiel schon seit 4 Tagen aufgenommen. Ich muss ihn aber immer absagen, weil es zeitlich einfach dann letztendlich doch nicht gepasst hat. Also meine Freunde, ich hoffe, ihr bewertet es, ihr gebt mir ein Feedback, schreibt mir gerne in den Infovideos weitere Strafen oder auch hier in dem Video. Wenn ihr dabei sein wollt in der Serie, einfach mich über Instagram oder Facebook anschreiben. Dickes Kiss an euch, ich bin raus. Ciao, bye bye, ciao.